Hallo, meine lieben Feuerzeichen. Herzlich willkommen alle Widder, Löwen und Schützen für euer Reading aus dem Tarot. Heute ausschließlich aus dem Tarot für die zweite Märzhälfte. Ja, meine Lieben, ich habe mich heute mal dazu entschlossen, wirklich beim Tarot zu bleiben. Kein anderes Deck, keine Zusatzkarten aus anderen Decks, sondern ich habe die Hauptlegung schon gemacht aus dem Rider-Waite-Tarot und ich habe hier das Golden Rider-Tarot bereitgelegt. Wir werden jetzt dann zu jeder Karte noch eine Klärungskarte aus einem anderen Tarot-Deck ziehen. Das ist mal wieder eine ganz andere Energie in den Readings, aber ich denke, ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Ja, meine Lieben, es ist, glaube ich, für euch besonders dann stimmig, wenn ihr als Frau schaut und es spielt ein Mann in eurem Leben eine Rolle, der entweder ein Erdzeichen ist, denn ihr seht schon hier auf zentraler Mittelposition der Legung den König der Münzen, oder aber es ist ein Mann, der sehr viel Wert auf Prestige, auf die Arbeit, auf Aussehen im Außen, Ansehen im Außen legt, ja. Also das könnte zentraler Punkt des Readings sein. Oder wenn du als Mann schaust, hast du vielleicht bislang sehr viel Wert darauf gelegt, wirklich deine Finanzen, deine materielle Situation zusammenzuhalten, sage ich mal, und wirst dir darüber bewusst, dass das nicht der richtige Weg ist. Das ist Grundtenor dieses Readings. Solltest du jetzt schon wissen, damit gehe ich gar nicht in Resonanz, das ist gar nicht mein Thema, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Vielleicht ist diese Legung dann in diesem Zeitraum stimmiger für dich. Aber jetzt beginnen wir mal. Also wie gesagt, meine allererste Karte, die ich erhielt während des Missions, als ich fragte, was ist zentrales Thema für dich in der zweiten Märzhälfte, da fiel der Münzkönig. Das ist grundsätzlich ein Erdzeichen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Oder aber, wie gesagt, die Karte kann auch symbolisch für einen Mann liegen, der sich sehr am Außen orientiert, der wirklich äußerst bedacht darauf ist, finanziell, materiell gut dazustehen, der viel Verantwortungsbewusstsein zeigt und der vielleicht auch etwas, ja, unwillig zur Veränderung ist. Ja, also dieser Mann könnte in deinem Leben eine Rolle spielen oder aber du bist dieser Mann. Ja, wir bitten jetzt mal um eine Klärungskarte dazu. Ja, hier fällt eine Karte, die zeigt Enttäuschung und Traurigkeit. Hier fallen die 5 Kelche. Was ich hier jetzt wahrnehme, wenn du als Frau schaust, könnte es sein, dass du dir mit diesem Münzkönig ein Leben gewünscht hast, eine feste Beziehung gewünscht hast. Vielleicht handelt es sich um eine Seelenpartnerschaft, das nehme ich hier auch noch wahr. Und es manifestiert sich, zumindest im Moment, für dich nicht so, wie du es dir wünschst, ja? Du blickst hier, das wäre dann deine Energie, auf diese 3 umgestürzten Kelche vor dir. Du bist traurig darüber, dass dieser Mensch vielleicht sein Herz für dich nicht öffnet oder sich nicht für dich entscheidet, so nehme ich das noch wahr. Vielleicht müsste er auch erst noch was zurücklassen, das könnten die 5 Kelche auch bedeuten, ja, dass er im Moment noch, das wäre jetzt auch passend, wenn du als Mann schaust, dass du vielleicht hier hauptsächlich das siehst, was du zurücklassen musst, wenn du einen neuen Weg einschlagen würdest, aber dabei übersiehst du das Glück in deinem Rücken. Ja, also das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dieser Münzkönig eine große Chance auf Glück versäumt, wenn er nicht seinem Herzen folgt. Und wenn du als Frau schaust und bist momentan sehr traurig darüber, dass dieser Mensch nicht in deinem Leben ist oder zumindest nicht in der Form, wie du es dir wünschst, dann darfst du aber nicht vergessen, dass das nicht das Ende der Welt ist, ja, sondern dass hier in deinem Rücken noch 2 gefüllte Kelche stehen. Das wäre all das, was du bereits in deinem Leben hast, um dafür dankbar zu sein oder eben auch etwas Neues, was in dein Leben finden möchte. Denn es sieht so aus, als wärst du gefangen gewesen in einer Situation mit diesem Münzkönig oder du als Münzkönig sozusagen wärst gefangen in einer bestimmten Situation. Hier fallen in deine Vergangenheit die 8 Schwerter. Das ist eine Karte, die zeigt, dass du dich vielleicht lösen wolltest, ja, aus dieser Verbindung oder als Mann aus einer Verbindung, aber du hast es nicht geschafft in der Vergangenheit.
Ja, und ich nehme gleich mal die nächste Karte dazu. Ich bitte dann hier schon noch um Klärung. Aber du scheinst dir im Laufe des Monats März wirklich darüber bewusst zu werden, dass du dir vielleicht lange Zeit etwas vorgemacht hast, ja, oder in deinem Leben, in einer aktuellen Lebenssituation etwas vormachst. Ja, wenn du in dieser, ja, ich sag mal, toxischen, so nehme ich es fast wahr, Gefangenschaft bleibst. Wir bitten mal um Klärung zu den 8 Schwertern, zu dieser Gefangenschaft. Da wollten jetzt gleich 2 Karten fallen. Da gibt es eine Aufgabe. Ja, das könnte ein Seelenpartnerprozess sein. Donnerwetter, das ist jetzt sehr stimmig, wenn du als Frau schaust, dein Seelenpartner sich vielleicht nicht für dich entscheiden kann oder konnte. Vielleicht müsste er erst was zurücklassen. Du warst lange Zeit ja fast schon in einer Abhängigkeitsbeziehung, ja. Und hier bringt dieser Seelenpartnerprozess wirklich die Aufgabe mit, dich zu befreien. Ja, dann darfst du dir darüber im Klaren werden, dass du dir etwas vormachen würdest, dass du dich selbst belügst, wenn du daran festhältst. So nehme ich das hier wahr. Es könnte auch sein, wenn es nicht um eine Seelenpartnerschaft geht, dass hier eine alte Kindheitswunde angeschaut werden möchte. Ja, wenn du dich also in einer Lebenssituation befindest oder befandest in der Vergangenheit, in der du dich nicht frei fühlst, in der du immer das Gefühl hast, du möchtest etwas, aber das manifestiert sich nicht. Ja, und das beschränkt dich in deiner Lebensfreude, in deiner Lebenskraft. Könnte es sein, dass das ein Kindheitsthema ist, das du dir hier anschauen darfst und du dir vielleicht darüber bewusst wirst, dass du dir selbst eigentlich eine Lüge erzählst, wenn du daran glaubst, dass dieses Thema, ja, dich jetzt im Erwachsenenleben immer noch von deiner Lebensfreude abschneiden muss. Wir schauen mal nach den 7 Schwertern. Die 7 Schwerter, warum sind die hier gefallen? Da geht es um Lügen, um Betrug, um Selbstbetrug. Bekommen wir bitte eine Klärungskarte zu den 7 Schwertern. Wieder 2. Mhm. Der Eremit. Ah, das ist jetzt krass. Schaut mal her. Hier fällt nochmal die gleiche Karte wie hier oben. Ja, also 2 Karten aus einem ganz unterschiedlichen Deck, also praktisch zweimal die gleiche Karte aus einem anderen Tarotdeck. Das ist jetzt schon sehr, sehr deutlich, ja, dass es für dich darum geht, dich wirklich in den Rückzug zu begeben und nochmal zu verinnerlichen, dass du dich selber, ich möchte fast sagen, um deine Lebensfreude, um deine Lebenskraft bringst, wenn du dich weiter in der Gefangenschaft, was immer das für dich ist, belässt. Ja, also es geht hier tatsächlich um einen Befreiungsschlag, bei den Seelenpaaren wirklich als Aufgabe des Seelenpartnerprozesses. Die 6 Kelche sehe ich hier vorwiegend als Seelenpartnerkarte. Oder wenn es bei dir nicht um eine Seelenpartnerschaft geht, könnte es auch um Kinder gehen. Vielleicht auch die Befreiung von deinen Eltern, ja, was ich hier wahrnehme. Das könnte auch dein Vater sein, dieser Münzkönig. Oder aber es geht für dich als Elternteil darum, ein Kind loszulassen. Also etwas möchte hier in die Freiheit kommen. Und jetzt fällt hier, als ich fragte, wie geht es denn jetzt weiter, so ja gegen Monatsende oder dann schon in Richtung April, fällt das Rad des Schicksals. Also es möchte sich hier auch schicksalhaft etwas ereignen. Wir fragen mal, was könnte sich ereignen, damit diese, so nehme ich das wahr, Gefangenschaft endet. Ja, anders kann man es schon gar nicht sagen. Ja, es ist eine Situation, in der du dich lange Zeit nur mit Brotkrümeln zufrieden gegeben hast. Das hat ein Ende und da könnte die göttliche Führung eingreifen. Das sehen wir gleich noch hier mit dem Stern auf der Position von außen. Es ist so, als würde die geistige Welt nicht länger zuschauen wollen, dass du dich in einer Lebenssituation belässt, dass du bleibst, wo du nicht wertgeschätzt wirst, wo du dich gefangen fühlst, wo du vielleicht sogar belogen wirst. Ja, wäre auch denkbar. Und hier geht es um einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Ja, also das Rad des Schicksals möchte sich für dich in eine positive Richtung drehen, dass deine Beziehungen oder eben eine ganz spezielle Beziehung wieder in den Ausgleich von Geben und Nehmen kommt. Du sollst im Rückzug wirklich darüber nachdenken jetzt in dieser 2. Märzhälfte, wo fühle ich mich noch gefangen, in gewisser Weise vielleicht auch gebunden an einen bestimmten Menschen, aber diese Beziehung speist mich mit Brotkrümeln ab,
Ja, und hier darf sich etwas verändern. Das Rad des Schicksals möchte sich für dich drehen. Und als ich fragte, was kommt im Außen auf dich zu, da fällt der Stern. Das ist auch eine tolle Karte an der Position, denn das zeigt entweder wirklich, dass etwas geschieht von oben, von der geistigen Welt initiiert, das dir ein Stück Erleuchtung bringt, ja, oder es geschieht etwas in deinem Umfeld im Außen, was dir Klarheit verschafft. Ich frage jetzt mal, für was fällt der Stern hier auf der Position von außen? Für was fällt der Stern? Wieder zwei Karten, Donnerwetter. Hier haben wir die Kelchkönigin und die Siegeskarte. Ja, was ich hier spüre, wenn du als Mann schaust, dann könnte es sein, dass das hier deine Herzensdame ist und dass diese Dame sich vielleicht momentan in einem Rückzug befindet, dass sie in ihr Selbstvertrauen gefunden hat. Vielleicht bist du derjenige, der sich noch in einer anderen Beziehung befindet, der hier als in der Energie eines Münzkönigs sehr viel Wert auf Verantwortungsbereitschaft gelegt hat, auf auch außen materielles, finanzielles. Und es gibt eine Kelchkönigin, die sich dann distanziert hat, die ihren Kelch für sich füllt und auf ihrem Schoß bewahrt. Ja, und dann bekommst du gewissermaßen diese Erleuchtung. Jetzt ist es für mich an der Zeit, mich aus einer Verbindung, die mich hier vielleicht noch zurückhält, das Glück mit dieser Kelchkönigin zu leben, zu lösen, um dann tatsächlich Erfüllung zu finden, denn das wünschst du dir. Wenn du als Frau schaust, dann bist du in dem Fall die Kelchkönigin, auch jetzt als Feuerzeichen. Dann geht es für dich darum, hier zu erfahren, deine Weiterentwicklung, deine seelische Weiterentwicklung könnte von der göttlichen Führung gefördert werden. Du könntest eine plötzliche Erkenntnis gewinnen. Vielleicht kommt auch ein Betrug ans Tageslicht, eine Lüge kommt raus, ja. Oder dir wird einfach klar, dieser Münzkönig hat momentan nicht die Kraft, sich für mich zu entscheiden. Und deswegen behalte ich meinen gefüllten Kelch der Liebe jetzt bei mir. Denn nur dann gehe ich siegreich aus diesem Prozess. Denn ich entwickle mich weiter. Denn ich erfülle hier meine Aufgabe, die dieser Prozess, diese Situation mit sich bringt. Ja, und der Wunsch oder die Hoffnung deinerseits sind die 10 Kelche. Das ist eine ganz tolle Erfüllungskarte. Ja, das ist eine Karte, die zeigt eine glückliche Familie, eine tolle, erfüllte Beziehung. Und das hoffst du sehr. Ja, mir kommt es jetzt so vor, als würde das auch für Mann und Frau gelten, wenn du jetzt schaust. Das ist der Wunsch. Wir schauen mal, ob wir noch eine Klärungskarte bekommen oder vielleicht auch noch eine Karte für deine Ängste. Ah, da haben wir wieder das Rad des Schicksals. Also du scheinst zu hoffen, dass sich das Rad des Schicksals für dich dreht. Auch hier doppelte Karte. Also ihr seht, wir hatten zweimal hier die 8 Schwerter, zweimal das Rad des Schicksals. Die geistige Welt hebt den Zeigefinger und sagt, so kann es nicht weitergehen. Es ist Zeit für einen Befreiungsschlag. Ja, und du hoffst das auch. Du hoffst, dass sich hier etwas schicksalhaft verändert, sodass du wieder in deine Freiheit, in deine Lebensfreude finden kannst. Und dafür scheinst du etwas zum Abschluss bringen zu müssen. Ja, das passt hier sehr schön zu diesen Karten. Ich frage ja auch hier oben, was ist jetzt für dich wichtig schon in Richtung April? Wie geht es weiter? Und hier fällt die Welt. Das ist die letzte Karte der großen Arkana im Tarot. Und die steht für die Vollendung. Du darfst etwas zum Abschluss bringen. Ja, nimm an, diese Gefangenschaft, ja, darf zum Abschluss kommen. Wir schauen mal, ob wir eine Klärungskarte erhalten. Jawohl, vielen Dank. Ja, du darfst etwas zum Abschluss bringen, um für dich einen Neubeginn in deinem Leben zu manifestieren. Hier fällt das Ass der Stäbe, wundervolle Karte, auch vor allem impliziert dieses Ass der Stäbe die Weiterentwicklung auf Seelenebene, also sehr passend zum Stern. Ja, und diese Energie ist jetzt auch sehr, sehr treffend für beide Seiten, ganz gleich, ob du als Mann oder als Frau schaust. Es geht für dich eine Situation deines Lebens zu beenden, die dich gefangen hält, die eine Last für dich darstellte in der Vergangenheit. Denn die geistige Welt bringt hier die 10 Stäbe. Die 10er-Karten sind Vollendungskarten, ja. Und um hier in deine Hoffnung zu kommen, diese 10 Kelche zu manifestieren, musst du diese Last
der Gefangenschaft ablegen. Ja, wir bitten auch hier nochmal um Klärung. Oh, das ging schnell. Jetzt schaut euch das an. An der Unterseite des Tarots von vorhin lag der Tod und hier bekommen wir nochmal den Tod. Also deutlicher geht es nicht. Ein unglaublich stimmiges Reading. Die geistige Welt sagt ganz klar, etwas darf hier sterben, etwas darf zu Ende gehen, damit ein Neubeginn möglich wird. Ja? Also das Rad des Schicksals möchte sich drehen. Und schau mal, am Ende wirst du glücklich. Ja? Die vier Stäbe an der Unterseite des Golden Rider Tarots, das ist eine Karte, die steht für eine Hochzeit im Leben, eine tolle Zeit voller Glück, voller Erfüllung und das ist das, was für dich vorgesehen ist. Ja? Wenn es dir gelingt, dich hier aus dieser Gefangenschaft zu lösen, wenn es dir gelingt, etwas zum Abschluss zu bringen, um dann wirklich ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen. Ja, meine Lieben, ein sehr interessantes und wie ich finde in sich stimmiges Reading, auch mit den beiden Tarot-Decks. Ich bin begeistert, wie schön das harmoniert. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Reading empfunden habt, ob es gepasst hat, ob ihr in Resonanz gehen konntet. Da freue ich mich immer sehr über die Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine, ja, erkenntnisreiche zweite Märzhälfte. Alles Liebe, die Uli. Tschüss.